Der Sport auf Wismar TV wird präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Ihr Sportförderer Nummer 1 in der Region. Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier bei uns auf Wismar TV. Wir haben uns gedacht, wir müssen mal wieder was zum Thema Sport machen. Und ich habe mich mal frecherweise eingeladen zum FC Anker, weil ich über Fußball wenig weiß, aber ich ja immer gerne mein Wissen mal erweitere und vor allem mal hören wollte, wie es euch hier so geht. Ich bin verabredet mit Philipp Unversucht, dem Geschäftsstellenleiter von FC Anker und dem Teamkapitän der Herren 1 und genauso mit dem Trainer der Verbandsliga Herren, mit Cristiano Adigo. War es richtig ausgesprochen? Das ist richtig. Ach, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Zuallererst würde mich mal interessieren, wie geht's euch aktuell? Ja, also ist ja eine weit gefächerte Frage. Persönlich geht's mir, uns ganz gut. Wir sind gut durch die Pandemie bisher gekommen. Aber vielmehr ist natürlich interessant, wie geht's dem FC Anker? Und dem FC Anker geht's auch soweit gut. Es gibt hier und da natürlich wieder Schwierigkeiten, ne? Und wir sitzen alle quasi jetzt zu Hause erstmal und liegt alles auf Eis. Wir wissen nicht, wann es weitergeht. Gerade bei solchem tollen Wetter hier will man einfach nur trainieren, die Kinder sehen, auch hier auf dem Platz. Von daher geht es so und so weit erstmal gut, aber trotzdem fehlt uns der Sport und das nicht erst seit ein paar Tagen und ein paar Wochen, sondern schon seit Monaten. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich habe jetzt gerade auch gelesen, das letzte Spiel, wenn ich richtig informiert war, war ja am 31. Oktober, Penzliner SV als Gegner. Und dann war ja Schluss. Dann, was war denn dann eigentlich für euch? Ja, wie gesagt, für uns war dann Schluss. Wir wussten schon vorher, dass das unser letztes Spiel sein wird, vorerst. Wir haben natürlich nicht gedacht, dass es eben so eine lange Zeit ist, dass wir, wo wir aussetzen müssen. Und ja, dann war es echt komisch, weil es ist ein großes Vakuum. Wir haben uns seitdem nie wieder gesehen in der Mannschaft. Und von daher können wir froh sein, dass wir so einen engagierten Trainer haben, der uns natürlich da auch immer fleißig mit Trainingsplänen versorgt hat, muss man auch dazu sagen, weil irgendwann, dadurch, dass ich selber Spieler bin, verliert man auch dann die Lust, immer wieder jeden Tag alleine zu trainieren. Und unser Spielzeug ist der Ball und der muss dazu. Und deswegen hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Und wie gesagt, dass wir da halbwegs alle fit ankommen, um die letzten Spiele noch machen zu können. Herr Adigo, wie ist es denn jetzt geplant für Sie? Haben Sie... Also wie halten Sie denn Ihre Spieler dann am Ball, am Training? Also wie sorgen Sie denn dafür, dass die Motivation noch ein bisschen da ist? Es ist eine schwierige Frage. Aber wie der Kapitän schon gesagt hat, man hat versucht, dann die Jungs natürlich durch individuell gezielt Training einigermaßen auf die Beine zu halten. Es ist aber sehr, sehr schwierig, ne? Weil dann irgendwann, wenn du dann trainierst und du weißt aber nicht wozu, ja, und wann, es gibt ja keine Ziele, wann es dann wieder losgeht. Und diese Ungewissheit macht natürlich mich als Trainer und genauso dann wie die Spieler die Sachlage sehr, sehr schwierig. Aber dennoch, ich kann jetzt im Moment nur Disziplin von jeder einzelnen Spieler dann appellieren, dass man auch mal versucht, dann sich dann selber fit zu halten, weil irgendwie so auf Dauer, ich kann zwar die Pläne geben, aber die Jungs, die müssen jetzt mal wollen und die haben bis jetzt, denke ich mal, gut hinbekommen und wir werden froh, wenn wir dann bald dann wieder dann auf der grünen Wiese dann uns ein bisschen bewegen dürfen. Gibt es denn schon Perspektiven? Also ich habe mich ja gefragt, wenn ich richtig recherchiert habe, waren es bisher 8 Spiele die Saison? Wenn es dann irgendwann weitergehen darf, zählt die Saison? Wie wird denn das Ganze gerechnet? Es ist im Moment schwer vorauszuschauen. Wir hoffen nur, dass dann die Verantwortlichen dann bald eine Entscheidung dann treffen und diese auch dann bekannt geben, weil die Pandemie ist jetzt unberechenbar. Aber die Folgen dann von dieser Pandemie, wenn dann die Amateurfußball nicht bald wieder auf den Platz zurückkehrt, die Folgen werden auch nicht weniger als die, die wir dann schon ohnehin haben. Nämlich, weil Sport im Amateurbereich, das gehört dann zur Gesundheit. Und wir hoffen, dass es bald losgeht, weil umso später es wird, desto schwieriger wird es sein, dann die Saison zu Ende spielen. Und jetzt, man kann nur vermuten. Und ich sage mal, mehr als die Hinrunde hinzubekommen, und vielleicht ist es auf eine neue Saison dann einzustellen, sobald dann die Gemütelage, was Corona betrifft, das zu ermöglichen, werden nicht drin sein. Das heißt, es gibt noch gar keine klare Ansage, wie die Saison gezählt wird? Erstmal nicht. Es sei denn, Philipp Unversuch
hat hier dann von der geschäftlichen Leitung hier dann eine andere Information, die ich noch nicht habe. Ja, wir unterhalten uns natürlich wöchentlich und die Prognose stimmt natürlich erstmal. Wir wurden natürlich auch als Vereine befragt, wie wir das gerne zu Ende bringen wollen würden. Und es ist so, eine Wertung kann erst dann stattfinden, wenn einmal jeder gegen jeden gespielt hat. Das heißt, diese 5 Spiele müssten noch gemacht werden. Und da geht es natürlich auch um Existenzen, um Auf- und Abstieg. Und da sollte schon mal jeder einmal gegen jeden gespielt haben. Und deswegen ist es so, meine persönliche Prognose und auch der Wunsch aller, dass wir irgendwann nach Ostern vielleicht mit dem Training beginnen können und aller spätestens Mitte Mai mit dem Spielbetrieb fortsetzen können, damit wir dann Mitte Juni die Serie für offiziell beenden. Natürlich jeder nur einmal gegeneinander, aber dann ist eine Wertung möglich. Und das, glaube ich, ist überwiegend der Tenor der Mannschaften aus der Verbandsliga, weil wir wollen raus auf den Platz, Fußball spielen, nicht nur wir Herren, sondern auch die Kinder. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es egal, ob wir noch 5 Spiele machen oder 15. Wir wollen einfach nur Fußball spielen und wollen noch bei dem schönen Wetter noch ein paar Spiele machen. Jetzt haben wir über die Herren gesprochen. Du hast gerade die Kinder nochmal angesprochen. Wie geht's denen denn? Also kriegt ihr so ein Feedback mal von euren Kids hier vom Verein? Ja, na klar. Man trifft in der Stadt Kinder im jungen Alter, die jetzt schon auf der Straße sind und laufen gehen, das ist verrückt. Ich wollte immer mit dem Ball trainieren, aber wir haben einfach die Möglichkeit nicht. Die Sportstätten sind aktuell immer noch gesperrt, deswegen müssen die Kinder raus. In den Schulen wird nur gebolzt von früh bis Abend, oft in den Pausen. Also und hier natürlich auf dem Gummiplatz hier hinter uns sieht man auch viele, viele Kinder, die da spielen und die wollen einfach wieder Fußball spielen. Und das ist das Wichtige, das ist das Wichtigste. Auch die Trainer, die stehen in den Startlöchern und man sollte den Kindern das ermöglichen, wieder zu trainieren zu dürfen, weil, muss ich auch sagen, meine Meinung, jetzt können alle wieder zur Schule gehen gemeinsam. Warum sollte man da nicht gemeinsam auch Nachmittag, auch in gewissen kleinen Gruppen, das sehe ich auch ein, aber wenigstens in kleinen Gruppen wieder Training machen können. Bin ich auf deiner Seite, ganz, ganz doll. Mich würde noch mal interessieren, was hat es denn mit der Anker-Challenge auf sich? Hab ich im Internet gesehen, also bei euch Social Media. Was ist denn das? Ja, wir haben einfach gedacht, in der Corona-freien Zeit, wir haben ja weder Spiele noch Trainingseinheiten noch irgendwas anderes. Wir wollen halt auch im Gespräch bleiben und wir wollen einfach auch den Leuten, auch gerade den Kindern irgendwas anbieten. Und da hatten wir die Idee, wöchentlich eine Anker-Challenge zu machen. Das heißt, einer von den ersten Herren oder ein Kind von einer Jugendmannschaft macht eine gewisse Übung vor, ne, oder zwei treten gegeneinander an. Und dann haben die Leute in der Community halt die Möglichkeit, auf den Sieger zu tippen, wer halt das Spiel gewinnt oder wie viel Mal kann derjenige welche jonglieren. Und dafür gibt es dann immer kleine Preise von uns. Somit wollen wir halt unsere Community quasi am Laufen halten, uns immer wieder ins Gespräch bringen und auch zeigen, dass wir jetzt in der Corona-Phase auch Ideen haben, um halt die Leute auch beim Fußball zu belassen, beziehungsweise dass die immer wieder gefüttert werden mit Informationen und halt mit so einen kleinen Challenges. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, die im Prinzip mal für beide Seiten beantworten werden kann. Also mich würde mal interessieren, so wie ist denn die Unterstützung? Also zum einen natürlich für die Herren, für den Fußball, aber auch für den Verein. Ja, natürlich lebt der Verein von Zuwendungen, von Sponsorengeldern, aber muss ich auch sagen, vom Ehrenamt. Und wenn ich mal bei den Sponsoren dann bin, wir sind glücklich und froh, dass wir ja breit aufgestellten Sponsorenpool haben. Wir haben ganz, ganz wenige Sponsoren verloren und dafür möchte ich mich noch hier mal im Namen des FC Anker bedanken. Das ist ganz, ganz toll, dass wir weiter unterstützt werden. Ohne Sponsoren und ohne Zuwendungen kann ein Verein nicht überleben in unserem Bereich und von daher sind wir da ganz, ganz glücklich, dass wir da weiterhin auf alle bauen können und da werden wir uns auch gebührend nochmal bedanken bei jedem Sponsor und natürlich darf man das Ehrenamt nicht vergessen. Ja, ich bin hier hauptamtlich angestellt, aber wir haben auch ein Team hinter dem Team und das ist unser Vorstand, unser Aufsichtsrat und das ist im Ehrenamt alles und was die Herren da leisten und unsere Frau Bansema im Aufsichtsrat. Das ist aller Ehren wert, das ist ganz, ganz toll und da bin ich stolz drauf, so ein Team zu haben. Und ich hoffe, dass wir da aus der Pandemie gut rauskommen und dass wir auch für unseren Fleiß, den wir jetzt an den Tag legen, den vielleicht nicht so einer sieht, dass wir da auch belohnt werden dafür. Und gibt es auch so Unterstützung jetzt meinetwegen vom Publikum, von denen, die normalerweise immer hier alle vor Ort wären, ans Team? Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sag mal, ich leide mit.
mit unserem Publikum, unseren Fans, die auch dann gerne wieder den Weg dann hier in Kusbürger Stadion finden würden. Aber es ist nicht so und die müssen leider im Moment dann vom TV die Profiliga anschauen. Und deshalb ist dann der Sehnsucht natürlich von unseren Fans, die treue Anhänger, die eigene Mannschaft wieder im Stadion zu sehen, sehr, sehr groß. Deshalb habe ich einen großen Wunsch, dass bald auch mal, wie der Kapitän gesagt hat, eine gewisse Lockerung auch dann das möglich macht, dass man auch dann an der freien Luft auch mal wieder Fußball spielen darf. Ja, weil ich denke, soweit ich weiß, ich bin kein Virologe, ich bin kein Experte, aber wie ich gehört habe, so an der freien Luft sich irgendwie so zu infizieren oder irgendwie so, die Risiko ist sehr, sehr gering, als wenn man dann zur Schule geht oder wenn dann irgendwelche Veranstaltungen noch stattfinden dürfen. Daher denke ich, dass man an der freien Luft mal langsam wieder das ermöglichen darf. Und wenn ich sage, die Konsequenzen von das Ganze sehr, sehr groß sein werde, damit meine ich auch dann, was in die Köpfe auch bei unseren Anhängern passiert. Jeder, der gerne dann Fußball gespielt hat oder Fußball liebt oder gerne zuschaut, leidet auch dann gewissermaßen in dieser Phase. Und das sind Konsequenzen, die jetzt nicht dann absehbar sind. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Und ich freue mich tatsächlich jetzt schon drauf. Ich habe ja nur ein Spiel bisher über ein Spiel berichten dürfen. Und ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf das nächste, dass ich darüber ganz bald wieder berichten darf. Und dass es Ihnen, dass es euch gut geht, dass ihr gut durch die nächsten Wochen kommt. Liebe Zuschauer, von Ihnen verabschiede ich mich auch. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Der Sport auf Wismar TV wird präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Ihr Sportförderer Nummer 1 in der Region.